Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Everspace 2. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Boss, die Torwache. Einmal bin ich schon gescheitert. Sie sind sicher wenig begeistert, wenn sie erfahren, dass du den Zugang hier zu deinem persönlichen Vorteil kontrollierst. Tja, dann sollte ich besser dafür sorgen, dass du es ihnen nicht erzählst. Hat Maddox dir wirklich genug gezahlt, um dein Leben zu riskieren? Hey, ich muss auch über die Runden kommen. Ich brauche die Credits. Ganz schlecht für die Karriere, Kumpel. Du musstest nur diesen Transitpunkt am Laufen halten. Schon das bisschen Autorität ist dir zu Kopf gestiegen. Eine kleine Demonstration der Horak-Feuerkraft sollte dir dein großes Mundwerk stopfen. So, das war's nicht. Jetzt wird's erst richtig krass. Du hältst dich wohl für clever. Mal sehen, wie du hiermit klarkommst. Oh, das nenne ich mal Retro. Das soll doch wohl ein Witz sein. Ich habe dich gewarnt. Boah, wie komme ich? Trifft er mich, wenn ich hier hingehe? Nee, er trifft mich nicht. Aber wo ist denn jetzt der Gegner? Scheiße. Überlebe, ha. Ja, ich habe überlebt. Hallo, die Zeit ist abgelaufen. Oh, Gott sei Dank. So, wir zünden jetzt Energieschild. Du scheinst ein netter Kerl zu sein. Und an sich mag ich Horak. Aber du übernimmst dich. Gib endlich auf. Ich kenne dich nicht, also erwarte keine Gefallen. Du kommst hier nicht durch. Ich bin mit Alec befreundet. Kennst du Alec? Klar, jeder kennt Alec. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, sage ich ihm, dass das deine letzten Worte waren. Komm, geht drauf. Zeit ist Geld. Yes. Hoffentlich. Immer noch nicht. Nee. Nochmal. Ach nö. Wieso denn nochmal? Adam, bitte kommen. Eduardo, wo bist du? Wir sind im Drake-System. Geh da wieder hin. Aber offenbar hat man uns entdeckt. Ich habe dir unsere Koordinaten übermittelt. Bitte beeile dich. Oh, er trifft mich hier. Die Verbindung wurde unterbrochen. Sie sind offensichtlich in Gefahr. 30 Sekunden müsste überleben. Okay, hier geht's. Nee, der ist immer noch da. Wieso ist der denn immer noch da? Euer Deal hat sich damit erledigt, okay? Das soll ich glauben? Gut, mir ist auch nicht wohl bei der ganzen Sache, aber... Ey, wie oft muss ich denn das noch machen? Ich lass dich durch. Ah. Hey, für den Fall, dass sich jemand fragt, kein Wort zur Coalition über meine kleine Nebenoperation. Dieser Sinneswandel hat dich gerade gerettet, aber die Verzögerung hat anderen vielleicht das Leben gekostet. Bin ich froh. Maddox, was auch immer du da tust, hör auf damit. Lass den Kometen in Ruhe. Den Kometen? Du machst dir mehr Sorgen um dieses verfluchte Ding, als darum, dass mein Hinter... weggeschossen wird? Typisch. Ich wünschte, ich hätte dich nie kennengelernt, Adam. Du hast mir alles vermasselt. Ui, 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 ui.
Oh, sehr schön. Optimiertes Frachtmodul. Das ist doch herrlich. So, wo muss ich denn jetzt hin? Gigalianisches Tor. Moment. Wir gucken gleich nach. Okay. Wir gucken jetzt nach. Plus 13% Geschwindigkeit. Kann nicht beschädigt werden. Okay, Feuerkraft verlieren wir. Plus 9. Sehr schön. Können wir das zerstören? Das wäre blöd, wenn ich das zerstöre. Die werde ich mir dann auf lila pushen. Aber das können wir, glaube ich, noch nicht. Nee, 3 Stück brauche ich. Mist. 517, 543. Ja, lassen wir es nochmal. So, was haben wir noch? Ein Blaster bekommen. Ja. Füllen wir den nochmal aus. Okay. Los geht's. Boah, Hammer. Zu Maddox. Hoffentlich sind wir nicht schon zu spät. Komm schon! Endlich. So. Wir gehen aber wieder auf unsere... unser Flak. Okay, schaffe es rechtzeitig zum... Oh, zu Maddox und Eduardo. Das hätte ich jetzt mal wohl nicht machen müssen. Dürfen. 1 Minute. Sekunden. Adam, du verräterischer Bastard. Du hast die ganze Zeit für G&B gearbeitet, oder? Wie konnte ich bloß darauf reinfallen? Maddox, warte. Nein, du verstehst das falsch. Die Elite-Staffel hat bereits am Frachter angedockt und ist an Bord gegangen. Eduardo muss doch dort sein, aber ich komme nicht durch. Warte, ich habe dich gerade mit der Elite-Staffel an Bord des Frachters gehen sehen. Wie kannst du gleichzeitig da draußen sein? Maddox, es ist nicht so, wie du denkst. Folg mir, ich bring dich in Sicherheit. In der Hölle ist ein besonderer Platz für dich reserviert, Adam. Ich erwarte dich dort. Ich fass es nicht. Sie haben ihn getötet. Na, wen haben wir denn da? Wie immer zu spät zur Party. Da ist er, Jungs, mein Doppelgänger. Warum nehmt ihr euch nicht etwas Zeit, euch zu rächen? Und zerstört den Frachter, wenn ihr fertig seid. Ich muss Mr. Blakemore die guten Nachrichten überbringen. Alles klar, Boss. Dich machen wir jetzt sowas von fertig. Na super. Das sieht nicht gut aus. Dein Klon-Pendant hat das Gebiet verlassen. Ja, das habe ich schon verstanden, Hive. Eduardo könnte noch am Leben sein. Wir müssen an Bord, aber zuerst knüpfen wir uns diese Idioten vor.
brauche ein bisschen Deckung. Oh, shit. Oh, dich auseinanderzunehmen wird mächtig Spaß machen. Das wird wahrscheinlich nicht so ausgehen, wie du hoffst. Beim letzten Mal hast du uns wie Idioten aussehen lassen. Hey, das habt ihr auch ohne meine Hilfe geschafft. Boah, krass. Der Gedanke, den Doppelgänger des Bosses platt zu machen, ist irgendwie therapeutisch. Beim Gedanken wird's aber auch bleiben. Boah, das sind ja Tausende. Hallo? Moment. Das ist ein Ziel. Oh Gott. Auch gleich alles zusammen. Wieso hatte ich denn jetzt den Marschflugkörper aktiviert? Oh, nee, Leute. Sein. Wir müssen an Bord, aber zuerst knöpfen wir uns diese Idioten vor. Jetzt bräuchte ich die Geschütze, die ich nicht habe. Oh, dich auseinanderzunehmen wird mächtig Spaß machen. Das wird wahrscheinlich nicht so ausgehen, wie du hoffst. Hey, das habt ihr auch ohne meine Hilfe geschafft. Zu machen ist irgendwie therapeutisch. Beim Gedanken wird's aber auch bleiben. Mann, ey, was ist los, ey? Scheißendreck. Entschuldigung. Jetzt kacke ich ja wirklich ab jedes Mal. Unfassbar.
Ich bin nicht mehr allein. Dein Klonpendant hat das Gebiet verlassen. Ja, das habe ich schon verstanden, Alf. Eduardo könnte noch am Leben sein. Wir müssen an Bord, aber zuerst knöpfen wir uns diese Idioten vor. Auseinanderzunehmen wird mächtig Spaß machen. Das wird wahrscheinlich nicht so ausgehen, wie du hoffst. Beim letzten Mal hast du uns wie Idioten aussehen lassen. Hey, das habt ihr auch ohne meine Hilfe geschafft. Den Doppelgänger des Bosses platt zu machen, ist irgendwie therapeutisch. Beim Gedanken wird's aber auch bleiben. Einen noch. Wir müssen nachsehen, ob Eduardo noch in einem Mann. Stück ist. Ein paar GNB-Leute sind... ...noch an Bord. Ich werde aufpassen müssen. Hey, dock halt an! Wollten das ganze Ding in die Luft jagen. Basis, bitte komm.
GNV hat den Frachter abgefangen. Maddox ist tot. Und Eduardo? Wo ist er, Nama? Ich check den Frachter. Gehe jetzt zur Brücke. Ich hab ihn. Sie haben seinen Kopf nach dem Speichermodul durchsucht. Ben, bist du da? Ich brauche eine Ferndiagnose. Ben hier, Kumpel. Sieht übel aus. Mal sehen, ob ein Neustart funktioniert. Adam, aber du hast mich umgebracht. Nama, warum sollte Adam dich umbringen, Eduardo? Moment mal, dem müssen wir auf den Grund gehen. Eduardo, wurden deine Datenbanken kompromittiert? Die Kometenflugbahn wurde abgefragt. Aber das solltest du doch wissen, Adam. Du hast sie doch abgefragt. Kannst du mal erklären, was hier vor sich geht, Adam? Das ist alles etwas wirr. Es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Ich hätte es euch schon lange sagen sollen. Ich bin ein militärischer Klon. Einer der wenigen, die es nach der Abschaffung des Klons noch gibt. Deshalb war die Flotte hinter mir her. Einer meiner Klonbrüder gehört zu den Anführern der GNB Elite-Staffel. Commissioner Hawk hat mich gezwungen, mich für ihn auszugeben. Jetzt hat er uns aufgespürt und alles in den Händen, was GNB braucht, um den Kometen auszuschlachten. Du willst also sagen, einer deiner Klonbrüder hat Maddox und Eduardo getötet? Noch bin ich nicht völlig tot. Das erklärt vieles, was ich in der Zeit, die wir uns kennen, über dich erfahren habe. Ich wusste, dass du ein Geheimnis hast. Was ist dein Klon, Nama? Ha, verstehe. Du bist also damals, als ich dich in die Luft fliegen sah, wirklich gestorben. Im Moment ist es nur wichtig, Commissioner Hawk zu informieren, dass GNB die Flugbahn des Kometen kennt. Bringen wir dich nach Hause, Kumpel. Eduardo, du musst sofort in den Ruhezustand gehen, um funktionstüchtig zu bleiben. Dein Klon hat mir das angetan. GNB muss Sensoren am Wurmloch installiert haben. Als sie einen Viridium-Frachter entdeckt haben, wussten sie sofort, dass wir das waren und haben die Elite-Staffel losgeschickt, um uns abzufangen. Ich fahre mich jetzt herunter. Hive, stell mich zum Commissioner durch. Was haben Sie zu berichten? Der schlimmstmögliche Fall ist eingetreten. Maddox hat die GNB-Elite-Staffel direkt zum Kometen geführt und wurde dabei getötet. Verdammt, Roslyn, warum haben Sie Ihre Leute nicht besser im Griff? Wäre Blakemore wirklich so verrückt, einen Krieg mit den Ocker zu riskieren, nur um die Firma noch reicher zu machen? Ein neuer Konflikt in der DMZ käme ihm sehr gelegen und wäre perfekt, um von der Kolonialregierung und GNB regionale Autonomie zu verlangen. Er will sich also vom Unternehmen lossagen und sein eigenes Ding machen. Auch deshalb mischt sich die Kolonialregierung nicht ein. Sie betrachtet es als interne Angelegenheit von GNB. Offenbar muss ich mich also selbst um dieses Problem kümmern und alle mir zur Verfügung stehenden Befugnisse einsetzen, um ihn aufzuhalten. Sie haben nur einen Kreuzer gegen eine ganze Basis. Was wäre die Alternative? Lassen Sie mich überlegen. Dafür fehlt die Zeit. Fallon Pango. Der Bovis-Hacker? Ich habe von ihm gehört. Nur nie etwas Gutes. Wie könnte der helfen? Er hat Schadsoftware, die besser ist als alles, was ich je gesehen habe. Vielleicht kann er sogar die gesamte GNB-Flotte lahmlegen. Angenommen, Sie könnten diesen Pango zum Mitmachen bewegen. Wie wollen Sie diese Schadsoftware nach Vesna bekommen? Haben Sie noch Ihre Agentin Tammy dort? Sie könnte für uns quasi die Tore öffnen und die angedockten Schiffe sabotieren. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Dann versuchen Sie, Ihren Hackerfreund zu überzeugen. Aber schnell, ich kann nicht viel länger warten. Pango, bitte komm. Ich brauche deine Hilfe. Deinem Gespräch mit dem Commissioner habe ich entnommen, dass du gerne eine bestimmte Störtechnologie haben möchtest, die ich besitze. Du weißt Bescheid? Klar, natürlich weißt du's. Leider ist der Mainframe Disruptor ein einzigartiger Prototyp und ich habe ihn bereits verkauft. Ich könnte dir helfen, den Käufer zu finden, damit du mit ihm verhandeln kannst. Auf zivilisierte Art und Weise. Sein Aufenthaltsort ist mir unbekannt, aber ich weiß, dass er Stammkunde im Shop der Coalition im Drake-System ist. Die Info ist etwas dürftig. Wenn du den Shop besuchen würdest, könnte ich mich über dein System dort einklinken und nachschauen, welche Spuren ihr hinterlassen habt. Naja, mir bleibt ja nicht wirklich eine andere Wahl. Probieren wir's. Ja. Das ging ganz schön heiß her.
So, Verstärkung. Das machen wir das nächste Mal. Wir gucken mal eben, was wir für Sachen haben, die wir eventuell benutzen können. Oder auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir schließen hier die Folge. Und bevor wir starten, ich will nicht, dass jemand über dieses Schiff stolpert und sich eine rosige Zukunft mit Viridiumabbau ausmalt. Was schwebt dir vor? Kannst du die Bomben fernzünden, die Elite-Staffel auf dem Frachter gelassen hat? Mit Vergnügen. Bitte halte etwas Abstand, während ich die Sprengsätze zünde. Gewinne 300 Meter. Haben wir doch leicht. Und leite die Explosion ein. Holen wir uns noch das. Wie leite ich die ein? Ah, hier, F. Das ist dann wohl das Ende aller Träumereien. Ein Job und wir sind reich. Klang sowieso zu schön, um wahr zu sein. Bei diesem Anblick kommen mir die Konquistadoren der frühen Neuzeit in den Sinn, die nach der Landung ihre Schiffe verbrannten. Kein Grund, gleich poetisch zu werden, Alf. Lass uns verschwinden. So, meine Lieben. Das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden in der nächsten Folge natürlich hier entsprechend im Drake-System weiterspielen, machen dann die Hauptmission Verstärkung. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid und wir gemeinsam schauen, wie wir diesen ganzen Krieg noch verhindern können. Das wäre doch schön. Bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch. Ciao.